wie gesagt, den Wald von hinten nach vorne aufforsten würde ich ganz gerne. Was passiert, wenn ich... Aha. Doch so viel. Ich dachte, da kriegen wir wenigstens irgendwas Schönes. Die sich hinsetzen, dass sie immer... So. Finde ich mal ganz schön. So. Okay. Ah ja, stimmt. Warte mal. So. Dann mache ich mal ganz kurz hier. Warte mal. Gut. Sonst haben wir hier... Oh, hier ist noch einer. Zwei. Perfekt. Okay, da haben wir wieder fünf. Das finde ich sehr gut. Müssen auch gleich mal zum Mülleimer gehen, den ganzen Mist wegmachen. So. Okay. Dann schauen wir mal. Guck mal, bis hier vorne bin ich schon gekommen. Das heißt, nach hinten brauche ich erst nicht laufen. Da forstet sich alles von selber auf, weil entweder schon alle gewachsen sind oder... weil ich da schon was hingesetzt habe. Das heißt, wir könnten mal... Hier vorne sitzt auch schon einer. Das heißt, wir könnten mal... Hier. Oder? Na, ein bisschen weiter rein vielleicht. Hier. Ja, hier ist gut. Okay, dann... würde ich hier vorne erstmal... Warte. Ja, genau. Und dann vielleicht hier. Sehr gut. Und dann hier. Und hier. So. Ein bisschen weiter links vielleicht. Hier so. So, da. Okay, das ist sehr gut. Dann latschen wir mal ganz kurz zurück und pennen mal kurz. Moment. Ich habe mir von der Höhle jetzt echt mehr erhofft. Stimmt, war dann kann ich mal ganz kurz hier löschen. So. So. Zack. So, dann schauen wir mal ganz kurz hier vorne, was hier so vor sich geht. Kupfer ganz viel, Eisen läuft gerade raus. Alter, wie viel Kupfer das halt ist, Alter. Ja, naja. So groß ist die Ausbeute jetzt. Oh, oh nee. Warte mal, kann ich... mal ganz kurz hier so... Nein. So. Da war nämlich der eine, war nicht ganz voll gegossen mit der einen Flüssigkeit. Ich weiß nicht mehr genau, was es jetzt gerade war. Und dann füllt er logischerweise nicht weiter mit anderem Zeug auf. Das ist immer ein bisschen scheiße. So, Moment. Hier einmal. Dann einmal hier so. Ding, 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 ding. Ich würde sagen vier. Zack, zack, zack. Dann machen wir einmal... Ach, keine Ahnung, hier so, zack. Dann packen wir hier einmal ganze Rohstoffzeug rein. Das hier... Knochen, was? Das war's. Ja doch, die Kohle können wir ganz kurz da drüben zum Ofen bringen. Moment. Fackeln haben wir ja erstmal genug. Zur Not holen wir in der Höhle, in der nächsten Höhle noch ein bisschen was Fackeln. Mache ich hier mal ganz kurz. So, zack. Erstmal muss der Trichter voll laufen. Okay. Ach stimmt, wir wollten zum Mülleimer. Ach, der ist jetzt ja drinne. Ja. Langsam müssen wir das Haus mal weiterbauen. Man merkt es, glaube ich, geringfügig.
Hier so, das kann weg. Kies braucht kein Mensch. Pflasterstein, naja. Erde, 4 Stück kann auch weg. Granit, ein Sand, ciao. Kennst du Sandra Einsand? Ist die Schwester von Sandra 2. Okay, warte. Hier Apfel. Muss ich nochmal zurücklatschen, einen Birkensetzling holen. Nicht Birken, sondern hier, weiß ich schon, ne? So, das hier alles. Das hier. Versenkte Ziegel. Da können wir den einen schon mal auf die Schmiede setzen. Die nehmen wir alle mit hier. So, zack. Ah, das können wir erstmal nicht mehr mitnehmen. Ding, 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 ding. Wir können uns eigentlich eine Diamantspitzhacke machen für Obsidian demnächst. Und das könnten wir uns theoretisch gesehen... Moment, ich sortiere es mal ganz kurz ein hier. So, den hier auch noch. Das könnten wir uns theoretisch gesehen auch in einem eigenen angelegten See machen, um ehrlich zu sein. Oh, ich habe noch was vergessen, aber egal. Das nehmen wir nochmal mit. Das alles nicht. Den hole ich nochmal ganz kurz hier raus. Das war das. Dann haben wir die ganzen Rohstoffe nämlich schon mal hier alle einsortiert. So. Noch was? Ne, den setzen wir mal ganz kurz auf die Schmiede drauf. Moment. Ach, komme ich da überhaupt ran? Verdammt. Ich finde es auch schön, dass wir direkt auf eine Aura-Noti gebaut haben. Das ist sehr gut. Ich weiß nicht, ob da irgendwas mit passiert, aber ich glaube, wir werden es erleben. So, die setze ich gleich sofort zurück. Moment. Zack. Reichen zwei überhaupt? Ja, doch. Das war sehr schlau. Warte mal. Ich bin Profi. Warte mal. So, wo setzen wir den mal hin? Ehrlich gesagt, scheißegal, um ehrlich zu sein. Ich würde sagen... Dahinter. So, keine Ahnung. Zack. Dann kommen die wieder nach da. So. Die begrünen sich ja nach einer Zeit von selber. Ganz kurz was nachschauen. Okay. Ja. Was ist denn jetzt noch alles da drin? 2 Tonnen Kupfer und ein bisschen Eisen. Alles klar. Dann wollte ich jetzt Folgendes tun. 4 Stück davon. Ich finde es schön, wie die Lava auch im Eimer so ein bisschen hin und her wappt. Und dann habe ich... Na, das können wir auch gleich machen. Warte mal. Dann würde ich jetzt gerne irgendwo, wo man es nicht sofort sieht... ja, irgendwo... Warte mal, ich habe eine Idee, wo... Bitte nicht wundern, ihr seht gleich, was ich damit vorhabe. Ist nicht die beste Variante, ich weiß. So, und jetzt... Zack. Okay. Oh nein, jetzt wird hier alles... ja, das war nicht so erfolgreich, würde ich mal sagen. Ich latsche einmal ganz kurz rüber. Außer die Schneeflocken, die braucht kein Mensch. Ich wollte sowieso mal gucken, ob ich irgendwie das Schneegebiet mal ein bisschen eindämme, weil mir das ein bisschen zu nah am Haus ist. Das hätte ich natürlich vorher nachschauen können, ich weiß. Aber wir können es ja trotzdem ändern. Oma, aber gerade sieht man auch schon so ein bisschen, dass ich es eingedämmt habe jetzt mit dem Eimer Wasser gerade. Aber egal. Du kommst hier wieder rein. Und da... Oh, wir haben auch einen Apfelsetzling weggespült. Das ist ja ganz großartig. Tomate. Kann man die anpflanzen? Okay, warte. Ist gerade so hastig alles für mich. Wo ist denn der... Hier. Dann machen wir mal ganz kurz...
so und so. So. Hihihihi. So, endlich haben wir eine. Meine Güte. Ich habe so lange drauf gewartet. Die werden wir natürlich nicht für alles zum Abbau nehmen. Die ist im Moment noch nicht gut genug dafür bei uns. Was? Das ergibt keinen Sinn, was ich hier sage. Perfekt. Ach ja, schön. So, wenn es jetzt ein bisschen mehr Obsidian wäre, würde ich eine Geschichte erzählen, obwohl ich gerade mir keine einfallen würde, um ehrlich zu sein. Ich stelle mich mal ein bisschen näher ran. Ja. Bei sowas weiß man nie, was man sagen soll, ne? So. Dass es auch so lange braucht, ey. Das ist echt. So. Erde habe ich hier. Den wollten wir gleich noch anpflanzen. So. So, kann ich jetzt eigentlich hier Obsidian-Meißel. Perfekt, den wollte ich haben. Was macht der? Rechtsklick, um die Kuh zu öffnen. Linksklick, bla bla. Verfügt über mehrere Modi zum Meißeln. Einzel, Feld, Spalte, Zeile, Einzel. Okay. Ist auf jeden Fall der beste Schissel, den wir kriegen können, auch wenn da dezent scheiße aussieht. Ja, wir hätten uns auch einen aus Diamant machen können, aber ich finde irgendwie, der aus Obsidian ist irgendwie, warte mal, ich mach mal ganz kurz. So. Verletzten, ach, sind nur zwei Seiten. Ja, toll. Hier. Zwei Angriff. Und hier vier. Ich weiß nicht, ob die beiden hier sich unterscheiden, aber der mit Obsidian hat zwei mehr Angriffsschaden, wie man sieht. Deswegen habe ich den einfach jetzt gemacht. Nicht aus dem Diamant, sonst hätten wir ja die schöne hier nicht. Okay, warte, dann den hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, dann kommt er noch da. So, der müsste eigentlich einen tiefer, ne? Aber ist auch egal. Schneeball. Ja, keine Ahnung. Habe ich die Tomate? Ja, hier. Ah, Tomate. Garden Proxy. Ja, das sieht nicht richtig aus. Garden Proxy. Aha. Okay. Dann. Die sind noch nicht alle wieder nachgewachsen. Dann, ah ja, stimmt, da war ja was. Gibt es bei Carpenter-Dingern eigentlich auch verschiedene Hammer oder nur diesen einen? Also, warte. Den hier. Gibt es da auch verschiedene? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, warte. Hier. So. Ich guck mal kurz nach. Wie heißt das? Carpenter Blocks? Nein, jetzt kam die Taskbar wieder hoch. Geh weg. Carpenter. Ja, da ist es schon. Howard Carpenter. So. Meißel des Zimmermanns haben wir theoretisch noch, aber sonst. Wie macht man den eigentlich? Einen Block und einen Eisenbarren. Mhm. Wissen wir es auch mal für später. So. Wenn ich ins Bett gehe in dieses, dann würde ich immer gerne gar nichts in der Hand haben. Weil ich nie weiß, was passiert, wenn man damit draufklickt. So. Jetzt. Könnte ich eigentlich auch. Warte mal, kurzer Test. Nee, okay. Juhu. So, da würde ich gerne eine Etage tiefer jetzt bauen, weil wir da dann für das hier alles ich gerne dann ein Lager bauen würde. Es ist dann ganz leger, ja, verstehst du?
Ultrawitz einfach. So, warte. Hier. So, jetzt ist nur noch das Kupfer da. So. Zack. Dann packe ich die schon mal in die Kiste rein. Die war das. Ding, 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 ding. So, einmal sortieren. Guck mal, sieht doch schon ordentlich aus. Nach jetzt eine Zeit. Das können wir auch noch da reinmachen. So, genauso wie die hier. So. Okay. Ja, dann würde ich sagen, was hält uns auf, jetzt eine Etage tiefer zu bauen? Ich weiß es auch nicht. Ich würde gerne... Die habe ich noch. Wo habe ich die Leiter hingemacht? Die hatte ich offscreen noch gebaut. Hier. So. Wir brauchen eine Dreierhöhe. Eins. Ne, das ist die Decke hier. Eins, zwei. Ich habe Angst. Drei. Okay, dann. Das hier weg. Und da kommt dann das hier hin. So, und dann. Es gibt auch noch eine Leiter von, warte. Genau, von hier, glaube ich. Dunkelstahlleiter, wie macht man die? Das wollte ich nicht. Ich glaube, die war das, die ich meinte, oder? Gibt es ja von denen noch eine andere? Sieht nicht so aus. Wie mache ich die denn? Dunkelstahlgitter, wie mache ich die? Aus Dunkelstahl, wie mache ich Dunkelstahl? Aus... Dunkelstahlblock, alles klar. Und wie mache ich so einen Dunkelstahlblock aus ganz viel Dunkelstahldingern? Und wie mache ich den wiederum? Den muss ich finden, glaube ich, ne? Ja, toll. Dann gibt es von Carpenter, glaube ich, noch eine Leiter. Moment. Carpenter, ich kann mir eigentlich schon denken, wie man die macht. So, hier. Leiter. Ja, einfach so. Das dachte ich mir schon. Okay, wie viel haben wir davon noch? Hier gar keinen. Hier haben wir vier. Das ist ja nicht so viel. Oh, ich habe keinen Bock, schon wieder Holz holen zu gehen. Holzholen ist immer so öde, finde ich. Warte mal. Ja, wir können keine machen. Toll. Block. Können wir auch nicht. Toll. Warte mal. Wir brauchen ein Plank. So. Jetzt müsste es gehen. Hallo? So. 9 Stück davon und dann mache ich mal ganz kurz hier so. Zack. 4 Stück davon. Kann ich die so abreißen? Ja. Ich fange mal unten an, würde ich sagen, oder? Wieso kann ich die da nicht... Wieso kann ich die ja nicht hinsetzen? Wait. Jetzt? Ah, jetzt. Aha. Okay. Na gut, dann müssen wir da oben erstmal mit den Dingern arbeiten. Könnte vielleicht auch ein Designelement sein, dass man ab dem Untergeschoss theoretisch auf die Leiter umsteigt. Hm. Mal schauen. Früher oder später wäre das vielleicht eine Idee. Okay, dann packe ich hier einmal wieder weg. Und, ich muss mal ganz kurz die ganze Scheiße hier weg loswerden. Warte mal. Was mit den Tomaten? Wachsen die jetzt, oder... Ich glaube, wir bleiben bei normaler Erde mit Ackerboden, oder? Kann ich die essen? Ja. Ach, ganz ehrlich, ich kann nicht weg. So, hier, Soja könnten wir da theoretisch mal anpflanzen, oder? Geht nicht. Ah.
Ah, alles klar. Und Aubergine. Aha. Ich würde sagen, Bohnen. Okay, nee, die mit Sicherheit nicht. Dann sitzt sie wieder 2 Stunden auf dem Lokus. So, die packen wir da drüben mal rein. Alles klar. Dann können wir nach und nach ja mal... Hau ich mal weg. Und dann Erde hier. Glück gehabt. So. Wieso steht da jetzt Garden Soil? Willst du mich verarschen? Ach, na. Ja. So, jetzt. Wo ist denn... Habe ich nicht mit. Ach, die könnte ich mal in die Kiste hier vorne wieder umlagern, die Dinger. Hallo? Ganz ehrlich, bei dem Feld können wir noch bei Dingen bleiben. Bei normaler Erde. Und dann machen wir irgendwo mal noch ein anderes Feld. Oh, Alter, es ist so nervig. Es ist so nervig. Mann. So sieht eigentlich auch nicht. Sieht scheiße aus. Sieht scheiße aus. So, jetzt nehme ich hier nichts in der Hand. So, danke für nichts. Oh, Alter, wie ich das hasse. So, hier. Für später schon mal. So, das Weizenfeld wird langsam auch voll. Eigentlich will nur noch er hier jetzt. Der Rest hier drüben ist schon fertig. Und hier drüben dauert es noch ein kleines Stück länger. Das ist sehr gut. Okay. Ach, ich wollte ja. Nein. Und so. Zack. Okay. Das passt. Dann sortieren wir den restlichen Scheiß mal kurz weg. Moment. Gneis, Pflasterstein. Ah, der Müllarm steht drinne. Ja, ja, ja. Ich räum's doch schon um. Lass mich doch in Ruhe. Hier, so, tschüss. Und den Rest brauchen wir. Gartenzeug behalten wir einfach mal. Erde können wir noch gucken. Müssten wir ja noch hier drin haben. Perfekt. Zack. Rest muss nach hier. Ding, 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 ding. Ding. So. Dann. Einmal hier. Hallo? Okay, dann. Oh nein, ich hasse das. Ich glaube, wir steigen auf eine normale Leiter um. Scheiße, wir haben keine dabei. Ja, toll. Da kommt man so scheiße runter und ich würde gerne nur einen Block zum Runtergehen so lassen. Moment, Moment. Das nehme ich mal kurz mit. Da habe ich was mit vor. Und dann. Wo sind die anderen Leiter jetzt? Oh, die Leiter. Hier. Nein, dahin. So, jetzt einmal hier bitte, weil man bleibt da immer so hängen und das ist von Arsch. Deswegen machen wir einfach mal den hier und dann schauen wir jetzt mal. Hier ist... Wollen wir eine extra Decke machen oder... Ich weiß es nicht. Ich mach nochmal ganz kurz hier so. Ah, jetzt habe ich keinen Block zum Zubauen. Naja, ist ja ganz toll. Ich würde sagen, 1, 2, 3. Das hier ist die Raumhöhe. Frage ist, bis wohin geht es denn? Bis hier. So. Okay, dann baue ich mal ganz kurz hier weiter. Ich finde es schön, dass es hier keine Grafikfehler gibt. So. So. Ich mach mal so einfach. Immer zwei nebeneinander. Ein bisschen mehr Raum auf einmal. Wir haben hier 2 Tonnen Erde gleich wieder. Oh, noch mehr Kupfer. Das ist ja ganz toll.
So, und jetzt müssen wir mal ganz kurz hier ein bisschen Licht machen. So. Dann hole ich mal ganz kurz das hier weg. Oh, gar nicht mal so wenig. Sehr gut. Zack. Okay. Dann schaue ich mal ganz kurz, wo wir denn hier... Oh. Ist hier etwa eine Höhle? Nö, einfach nur ein Wasserbecken. Oder? Sieht so aus, als ob hier nur ein Wasserbecken wäre. Ja, wenn wir uns irgendwo weiterbuddeln, da kommen wir mit Sicherheit dann im Fluss raus. Naja, gut, ich dachte, hier wäre eine... Irgendwo ist hier vielleicht eine Höhle in der Nähe. Das kann gut sein. Ich baue mal ganz kurz hier wieder zu. Erstmal. So. Dann. Nein. Das hier. Bist du denn gegen das Haus, Alter? Willst du mich verarschen? Noch weiter, Alter. Wie weit habe ich das gebaut? Ich fasse es ja nicht. Immer noch. Okay, warte, hier lohnt sich wieder eine Fackel. So. Ist das Marvel hier? Yo, sogar der richtige. Bis hier, alles klar. Dann mache ich hier einmal wieder den hier und dann holen wir uns mal ganz kurz das hier. Den würde ich nämlich gerne zum Auskleiden des gesamten Kellers nehmen. Hört sich überhaupt nicht übertrieben an, ich weiß. Deswegen machen wir es ja so. So, und dann mache ich mal ganz kurz hier provisorisch. Später werden wir es natürlich... Es wird ein bisschen lang, kann das sein? Ich weiß nicht genau wieso. So, warte mal. Schauen wir mal ganz kurz bei der Schmiede vorbei. Ah, noch nicht alles durch. Alles klar. Ach stimmt, warte, wir können ja hier... Wo ist denn da? Noch was? Nee. Wir könnten vielleicht noch einen Mülleimer bauen und den da unten hinstellen, weil... Vielleicht auf Dauer wir noch mehr Wegwerfsteine haben werden. So, mach ich mal ganz kurz da wieder dicht. Und dann geht es weiter. Nein, damit. Da ist auch gleich ein Arsch hier, sehe ich gerade. Ja, das war's. Ja, na toll. Hier nicht. Da auch nicht. Hier auch nicht. Dann vielleicht noch draußen. Hier ist noch eine. Sehr schön. Alles klar. Wir können auch die zwei Steinspitzhacken, die wir da haben, mal verbraten, bevor wir die Eisendinger anfangen vielleicht. Das könnte eine gute Idee sein vielleicht. Ich weiß nicht genau wieso. Das Wasserbecken wieder an. Das müssten wir ehrlich gesagt mal dicht machen. Ich mache hier mal ein bisschen Licht. Erstmal zumindest. Och, hier ist Eisen, guck mal. Nein, hier hin. Was das aber für ein riesiges Wasserloch da war, dieses kleine, was wir gefunden haben. Da gesehen haben. Das war irgendwie komisch. Bringt das was? Nein. Hätte ja klappen können. So. Ach, hier ist Salz. Guck mal.
Das nehme ich gerne an. So, hier. Da. Jetzt gucken, dass ich nicht aus Versehen reinfalle. So, die Wand machen wir später. Ich würde nur gerne erstmal hier den Raum aushöhlen und dann die Wand machen. Dass wir erstmal ein bisschen Arbeitsraum hier haben.